Willkommen im High Five Channel. Hallo Leute, heute werde ich euch zeigen, wie wir in der Eingabeaufforderung die Schrift- und Hintergrundfarbe unter Windows ändern können. Dazu gehe ich zuerst mal auf den Startbutton, gebe ein CMD und öffne nun mit einem Tastendruck auf die Enter-Taste die Eingabeaufforderung. Nun gebe ich hier in der Eingabeaufforderung ein Color Leerzeichen / Fragezeichen und schicke das Ganze mit Enter ab. Hier bekomme ich nun Zeichen geliefert, ein Ist-Zeichen hinter jedem Zeichen und dahinter wiederum die für das Zeichen stehende Farbe. Nun gebe ich wieder ein Color, mache ein Leerzeichen und nun gebe ich das Zeichen für die Hintergrundfarbe, die ich in der Eingabeaufforderung haben möchte, ein. Sagen wir, ich möchte als Hintergrundfarbe weiß, also gebe ich F ein, und als Schriftfarbe blau, also gebe ich 9 ein. Ich habe jetzt also geschrieben Color Leerzeichen F9. Das Ganze schicke ich mit Enter ab. Nun ist, wie eben schon erwähnt, die Hintergrundfarbe weiß und die Farbe der Schrift blau. Das Ganze ist, wie aus der Videoüberschrift zu entnehmen ist, nur eine temporäre Lösung. Klicke ich nun hier auf den Schließen-Button und öffne die Eingabeaufforderung erneut, CMD, Enter, habe ich wieder die alte Farbe. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein wenig weitergeholfen. Have fun!